Guten Tag, liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einer neuen mittelalterlichen Folge Bellwright. Ja, wir machen jetzt hier weiter mit der Mission Ein Dorf in Not und wir sollen jetzt einen Freiherrn hier besuchen. Der soll hier vorne irgendwo sein und mal sehen, ob wir jetzt hier unterwegs mal noch ein paar interessante Sachen noch so finden an Loot. Ja, gut, hier ist ein bisschen Holz, das kann noch mal mitkommen. Und auf jeden Fall brauche ich auch nochmal Steine. Und wir sollten da zeitnah auch noch eine Axt und sowas mit herstellen. Jawohl, hier sind Steine. Her damit. Wunderbar. Schön, dass hier direkt mehr rumliegen. So muss das. Und das ist die Person. Hi. Wie geht's, Kollege? Ah, Moment. Ich muss meine Waffe erst einstecken. So. Okay. Where's the people in Herndeen? Of course, now they need me. I'm not gonna work with them. Tobrun has no respect for my craft. He doesn't value everything I've contributed to that damn village. And until he does, they can fend for themselves. Okay, die haben den schlecht immer behandelt, die von dem Dorf. Vielleicht könnten wir ihn bei uns einziehen lassen. Bei unserer eigenen kleinen Siedlung. Ja, well, the fine people of Herndeen don't agree with you. That's why I want to leave that life behind. I'm willing to join you if you provide me with shelter and food. Together, we can make each other's lives easier in this land. Ja, wir können definitiv kooperieren. Baue Wohnzelt, einen Platz zum Schlafen. Okay, soll ich dir das hier bauen? Oder könnte ich das auch dort unten bauen, dass du dann mit bei mir lebst? Das ist jetzt die Frage. Ich nehme auf jeden Fall jetzt erstmal hier ein paar Steinchen mit. Und ich denke, wir bauen das bei uns unten. Würde ich definitiv sagen, ja. So. Und falls es halt dann so ist, dass er extra hier eins haben möchte, ja, dann bauen wir halt zwei Häuser. Eins halt jetzt hier. Und das andere unten bei unserem Lager. Wäre ja auch nicht schlimm. Hätte ich auch überhaupt keine Probleme mit. So, bin dann gleich wieder da, Kollege. Kurz Karte öffnen. Wo war unser erbautes Lager? Dort vorne ist es. Okay, das ist ja gar nicht weit weg von hier. So, kann ich das nochmal mitnehmen? Ich glaube nicht, oder? Ja, geht nicht. Inventar ist ja voll. Aber die Ecke hier muss ich mir direkt mal merken. Hier gibt es auf jeden Fall schön viele Rohsteine. Das ist auf jeden Fall top. So, jetzt schön hier rüber sprinten. Und dort dann eine Axt erstmal craften. Und vielleicht noch eine Fackel dazu, mal sehen. Ja, für eine Fackel bräuchte ich ja dann erstmal wieder ein bisschen Flachs. Gut, das mal hier drüben jetzt ran. Halt, verdrückt. So, hier ran. Schlichte Axt craften. Hier gibt es dann auch nochmal eine bessere Axt, oder? Nee. Ich kann jetzt erstmal nur die schlichte machen, okay. Verstehe. Mal sehen, wann dann auch noch sowas kommt wie eine Spitzhacke. Sowas gibt es ja bisher hier leider noch nicht zur Auswahl. Noch nicht, muss man dazu sagen. Und ich denke, das Zeug hier droppen wir mal. Das brauchen wir eigentlich nicht. So, ich packe das aber erstmal in die Kiste hier drüben rein. So. Rein damit.
Die Steine tue ich auch mal noch mit hier rein. Und ich sehe gerade, mein eines Brot wird bald schlecht. Das ist nicht so cool. Das gefällt mir überhaupt nicht. Dann werde ich das wohl eher gleich mal essen müssen. Weil ich will auf jeden Fall nicht, dass es ja einfach verdirbt und so. Hey, ich hänge ein bisschen fest. Ah, komm, lass mich raus. So, sehr gut. Und jetzt einmal Holz ran schaffen. Hier will ich auch mal noch kurz was gucken. Plumsklo, ja. Würde ich gerne eigentlich auch noch mal hier hinhauen. Hier hinten so. Ja, hinter die Hütte. Komm. Ah. Das lässt sich gerade leider nicht so hier hin platzieren, wie ich es gar nicht hätte. Ich will gerne, dass es hier so andockend aussieht. Aber das klappt hier leider nicht. Das gänge wäre dann hier nur so. Okay. Müsste ich mal gucken, wie wir es machen. Ja, kommt. Hauen wir das hier so anliegend dran. So. Gut. Jetzt kurz in das Menü gehen. Die Axt jetzt einmal auf die 2 packen. Und jetzt einmal kurz das Brot verzerren. Lecker. Und jetzt gehen wir mal hier zu ein paar Bäumen. Und was die Bäume betrifft, weiß ich gar nicht. Können die jetzt eigentlich auch hier Sachen von mir einreißen? Weil ich fäll ja jetzt gerade den Baum. Und wenn der jetzt umfällt, angenommen, der fällt dabei jetzt hier auf meine Hütte, würde der die dann da einreißen? Das wäre interessant zu wissen. Aber rausfinden will ich es eigentlich nicht. So, du kommst noch mit weg. Fall um, bitte. Sehr gut. So. Na, Moment. Hier muss das einmal geschnitten werden, das Ganze. Weil das Ganze hier ist zu groß. Komm schon, geh auseinander. Sehr schön. Wieder aufgehoben das Ganze und ich sehe gerade, mein Inventar ist jetzt voll. Dann lass mich hier das Ganze anbringen. Sehr gut. Jawohl. Das nimmt doch schon Form an. Hervorragend. Ja. Jetzt hier rüber. Was brauchen wir hier? Jetzt brauchen wir so normales Holz und Flachs wieder. Gut. Flachs hole ich hier einmal. Das hier einmal anbringen so. Ich glaube, das Flachs genügt bestimmt noch nicht. Ne, ich brauche noch mal ein bisschen Flachs. Habe ich mir aber schon gedacht. Und die kleinen Holzstücke, die liegen ja hier immer richtig gut so herum. Ja. Wunderbar. Dann mal her damit. Ich glaube, 4 Stück sollten da eigentlich genügen. Viel mehr können wir auch, glaube ich, gar nicht mitnehmen. Sonst sind wir dann auch gleich schon wieder voll. So, dann einmal wieder hier rüber rennen. Das Ganze jetzt hier anbringen. Ja, tu mal ganz kurz die Axt einstecken. So. Hier brauche ich noch ein bisschen mehr Flachs. Aber Holz haben wir dann scheinbar jetzt schon genug angebracht hier. So wie es aussieht. Dann hier wieder ernten. Das ist dann aber jetzt wirklich genug. Hier brauchen wir jetzt wieder Holz. Ja, 5-mal. Hoffen wir mal, dass wir das hier zusammenkriegen.
Und ich denke, man wird später bestimmt auch noch diese großen Baumstämme verarbeiten können zu kleinen Stämmen und kleinen Ästen und sowas. Aber von sowas sind wir jetzt bestimmt noch weit von entfernt. Wir sind ja jetzt gerade erstmal hier noch so am Anfang unserer Siedlung. Und auf jeden Fall müssen wir auch mal schauen, wie weit wir so kommen, ja? Denn das Ganze hier ist ja jetzt auch erstmal nur so eine Beta-Playtest-Version, die nur 72 Stunden geht. Ich werde aber auf jeden Fall versuchen, euch so viel Content zu liefern zum Spiel wie geht. Ich bin da auch schon fleißig so am Produzieren. Ich denke, 10 Folgen so circa könnt ihr erwarten vom Spiel oder der aktuellen Version so. So. Okay, und er kann dann wirklich hier einziehen. Sehr schön, das gefällt mir gut. Ja, und eigentlich müsste man dann direkt nochmal so eine zweite Hütte hier mit errichten. Muss man schon eigentlich ganz klar sagen. Und eine Lagertruhe wäre hier eigentlich auch noch mit gut. Ich glaube, so eine große Lagertruhe würde ich mir hier mal so dazwischen hauen. Ja. Hier sollte die eigentlich ganz gut dann so stehen. Wäre vielleicht sogar nicht verkehrt, wenn ich die direkt jetzt noch mitbaue. Aber nun gut, ich denke, wir gehen jetzt erstmal wieder nach oben. Los geht's. Habe ich gerade noch irgendwas dabei, was ich gerade nicht brauche? Ja, die Sachen hier, gut. Dann tue ich die mal noch mit einlagern. Nur die einzigste Sache, die ich mal noch bei mir behalte, ist diese Münze. Und was haben wir denn hier? Rückenblatt. Ich denke, dort wird man da bestimmt was haben können, wie eine Art Rucksack, damit man dann bestimmt mehr mitnehmen kann. Könnte ich mir zumindest sehr, sehr gut vorstellen. So. Und auf jeden Fall müssen wir die Kiste hier so schnell wie möglich auch fertig bauen. Weil ich will schön viel Kram hier überall einbunkern. Hier sind wieder so normale Steine. Ja, die nehme ich mal mit. Zumindest so zwei, drei Stück wieder. Jawohl. Ui, und wir haben Zinnerz gefunden. Alter, sehr cool. Das hatten wir bisher noch gar nicht gefunden. Auch wieder was Neues jetzt. Schöne Sache. Mit diesem Zinnerz wird man bestimmt auch irgendwie besseres Werkzeug dann bestimmt bauen können. Oder vielleicht ein Schwert sogar mal sehen. Da lassen wir uns mal überraschen. Jetzt reden wir erstmal mit ihm hier wieder. So. Jawohl. Unser Ansehen genügt jetzt hier. Und jetzt schließt er sich uns an. So, jetzt ist er meiner Siedlung beigetreten. Und jetzt sehe ich gerade, habe ich hier eine Aufgabe. Was habe ich denn hier noch? Jetzt kann ich dem so hier noch Befehle geben mit E. Okay. Nur eine Sache müssen wir gleich noch testen. Wie läuft es ab mit dem Fällen? Ach, da markiere ich ihm einfach hier so einen Baum. Okay, verstehe. Gut, Kollege, dann komm mal bitte mit hier runter. Wir gehen jetzt erstmal zur Siedlung. Dort wird dann jetzt erstmal schön ein bisschen Holz gefällt und dann machen wir den Forschungspult jetzt fertig. So, mach das hier drüben bitte. Na, geht er jetzt da dran an den Baum? Ich hoffe es. Ich hoffe es sehr. Kollege, was machst du hier bei mir? Ich habe dir doch eigentlich den Baum markiert. Du solltest eigentlich zu dem Baum gehen. Ah, okay, nein. Ich sehe gerade schon was hier. So. Ernte Holzscheit. Gebe Befehl. So.
Ah, kann es sein, ich muss ihm dann noch irgendwas erst geben. Gucken wir bei ihm rein. Wir sehen auf jeden Fall hier seine Stärken jetzt auch. Ja. Derzeit der Funktion Begleiter. Ah, und ich muss den hier auf Arbeiter erst umstellen. So wie es aussieht. Und als Wache kann ich den auch noch einstellen. Als Reservist auch. Okay. Das Ganze sieht doch richtig interessant und geil aus hier, ey. Also das Game hat so viel Potenzial. Muss man einfach sagen. Ja, und ich glaube, hier hinten von der Basis aus kannst du auch irgendwie Befehle geben. Nun gut, wir gucken jetzt erstmal hier, dass wir hier den Forschungspult fertig bekommen. Da brauche ich Holz und Holzscheit. Und an der Werkbank kann ich dann jetzt auch was Neues bauen, glaube ich, oder? Nee. Erstmal muss ich wohl Dings diesen Pult dort fertig bauen. Diesen Forschungspult. So, nimm mal den Holzscheit hier auf. Den Baum hier fällen wir mal noch eben. Hier muss ich einmal vorsichtig sein. Und ich denke, da drüben braucht bestimmt erst noch eine Axt. Oh. Okay, das Zeug hier reißt es nicht ein. Gut. Ich glaube, sonst hätte ich jetzt geschrien. Wenn es das jetzt eingerissen hätte, ich glaube, ich hätte wirklich geschrien. Perfekt. Jetzt nochmal normales Holz ranschaffen. Ui, und das Plumpsklo braucht ja ganz schön viele Materialien. Das ist ganz schön aufwendig. Aber nun gut, man wird es halt später alles einfacher und schneller hinkriegen mit seinen ganzen Mitarbeitern hier. Armee, Trupp hinzufügen. Ah, und da kann ich ihn jetzt hier so reinhauen, okay. Ja, sollte definitiv mit meiner Armee jetzt erstmal hier mit drin sein. Hier oben gibt es dann auch noch ein Zerlegen-Feature, sehe ich gerade. Deine Siedlung, hier kann man auch dem ganzen Zeug noch so ein paar Na Sachen nachforschen, ja. Bezüglich der Zustände und so weiter. Also, das hat auf jeden Fall jetzt schon mal recht viel Umfang hier, so wie das aussieht. Hier gibt es dann scheinbar auch Knochenbrüche und sowas. Dem Symbol noch zu urteilen. Und ich glaube, wir brauchen eigentlich noch ein zweites Wohnzelt für zukünftige Leute hier. Ich will einfach mal hier vorne jetzt noch was so hinsetzen. Ja, hier so. Gucken, was macht er dann jetzt hier? Moment, ganz kurz was nachgucken. Ich muss mal ein paar Sachen hier mit den Befehlen und sowas austesten. Ich will da einfach mal ein paar Sachen rumprobieren jetzt gerade hier. Tagebuch, Karte, Gebäude. Hier kann ich dann neue wieder hinzufügen. Okay. Ja gut. Dann hole ich jetzt erstmal das restliche Zeug hier noch ran, was ich hier brauche. Und den lasse ich jetzt, denke ich, erstmal in der Armee drin, oder? Ich denke schon. Ich lasse den jetzt einfach so erstmal hier bei mir dabei, damit er mich dann so mit verteidigt. Weil ich würde gerne zeitnah auch mal zu so einem Banditenlager hingehen. Das würde mich nämlich persönlich sehr reizen. Jetzt das Ganze hier einmal fällen. So.
Und auf jeden Fall muss man hier bei seinen Arbeitern auch immer so achten mit auf die Stärken. Was kann er nicht so gut und so weiter. Das ist auf jeden Fall da auch was, was man im Blick behalten sollte. Also im Prinzip eigentlich wie im echten Leben, ja. Da hat auch jeder Stärken und jeder hat Schwächen, ja. Ich zum Beispiel wäre jetzt da nicht so talentiert mit dem ganzen Bauen und so weiter, also mit dem Holz, was das betrifft. Also ich glaube nicht, dass ich eine Hütte bauen könnte. So, Flachs sollte jetzt reichen. Das platzieren wir jetzt erstmal hier vorne. Und dann müsste das Entwicklungspult dann eigentlich auch fast fertig sein. Sehr schön! Es ist fertig. Forschungspult, jetzt gehen wir da mal ran. Und dann kann ich hier auch so Sachen reintun, okay? Ich will mal was testen. Wähle eine verfügbare Technologie zum Erforschen aus. Sammellager, kleine Falle. Standfackel, Dorfhaus. Okay, ja, wir sollen jetzt erstmal die Fackel hier machen. Ah, okay, verstehe. Du musst dann da die passenden Ressourcen hier reinpacken, damit das dann geht mit dem Erforschen. Verstehe. Verstehe schon das Zeug jetzt hier, wie das hier abläuft. Holzfällerlager brauchen wir auf jeden Fall. Dann auch noch mit zeitnah. Ja, jetzt verstehe ich auch, wie das Ganze hier dann abläuft, so mit dem Holzfällen und so weiter. Ja, weil ich wollte ja eben, dass der hier dort was fällt und so. Ja, ich brauchte erstmal das Lager noch mit. Gut, alles klar. Also, da drüben stand ja jetzt eben da, dass ich Holz ran schaffen soll. Gut, das machen wir dann mal jetzt. Da fälle ich direkt mal hier den einen Baum. Komm her. Wunderbar. Der müsste gleich umfallen. Los, heb das auf. Sehr gut. Hier sind wieder ein paar Beeren, die nehmen wir auch noch mit. Aber wichtiger sind hier diese normalen Holzstücke. Na, wann fällt er um? Jetzt. So viel kann ich jetzt bestimmt auch nicht mehr mitnehmen hier. Ich bin bestimmt gleich wieder voll. Wir tun den einen Baum mal hier noch jetzt mit fällen. Bin voll. Dann erstmal das Zeug jetzt wieder hier hinten reinpacken. Hier brauche ich ja auch nochmal Holz. Also ich merke. Nein! Hilfe! Nicht hier dagegen hauen. Ich schlag irgendwie gar nicht dort dagegen. Ich merke schon. So. Jetzt das hier so stapeln. Wunderbar. Wie viel brauche ich jetzt hier noch? Ah ja, stimmt. Diese Blume brauche ich da nochmal. Und fürs Holzfällerlager brauche ich dann auch nochmal jede Menge Holz. Standfackel, da auch. Und das Dorfhaus, ja, das braucht noch eine Weile. Da brauche ich Nägel, erst noch Riemen und so weiter. Aber Holzfällerlager wäre eigentlich noch möglich in dieser Folge, denke ich. Weil das hätte ich wirklich ganz gerne jetzt gleich noch mit dazu. So, das ist Salbei, das brauche ich nicht. Ich brauche Flachs. Das nehmen wir direkt fünfmal mit, würde ich sagen. Was ist das hier drüben? Ist das Kamille? Okay, das kann ich nämlich mitnehmen. So, wo haben wir jetzt hier solche Äste wieder rumliegen? Hier ist ein Baumstumpf, dafür habe ich das falsche Werkzeug, da brauchen wir dann bestimmt eine Schaufel. Und mal sehen, wie lange es dauert so,
sich die ersten, sagen wir mal so 10, 15 Einwohner so ranzuschaffen. Mal sehen, wie lange das so dauert. Jawohl. Hier ist wieder normales Holz. Ui, hier ist Granit. Ja, aber kann ich natürlich jetzt auch nicht mitnehmen. Aber die Ecke muss ich mir da direkt schon mal vormerken, denke ich. Auf jeden Fall schon mal interessant. Das Ganze hier. Merken können wir uns das ja schon mal. So, ich stecke da jetzt mal kurz meine Axt wieder mit ein. Und ich sehe auf jeden Fall auch schon, was meine Axt betrifft, dass die langsam, ja, aber sicher kaputt geht. Klar, hält jetzt schon noch eine Weile, aber ja, sagen wir mal, allzu viele Bäume können wir jetzt auch nicht mehr wegmachen mit der. Aber ich kann die ja reparieren. Da müsste man dann halt nur mal gucken, was man da dann so braucht und wie viel das so kostet. So, jetzt habe ich erstmal genügend Holz, denke ich. Das müsste jetzt wirklich reichen. Damit kann ich dann, denke ich, jetzt erstmal ein bisschen was anfangen. Und mal sehen, wo wir dann das Holzfällerlager hinhauen. Ich denke hier so mit daneben oder hier auf die Seite. Mal gucken. So, erstmal ran. Jetzt das Ganze hier reinpacken. Ah, okay, so, hier kann man auch direkt mehrfach das ganze Zeug reinpacken mit so einem Doppelklick hier. Verstehe. Gut zu wissen. So. Jetzt das Ganze hier forschen. So, wie aktiviere ich das jetzt hier? Forschung stoppen will ich ja nicht. Ich will ja das direkt jetzt starten hier. Mit der Falle und so. Kann das sein, ich muss da die anderen Sachen hier raus tun, dass dort nur das drin ist, was ich brauche? Glaube ich aber eigentlich nicht. Halt, muss mal was gucken. So, jetzt mal hier rüber ganz kurz. Das noch mal hier runter tun, bitte. So. Wunderbar. Intact-Baum anzeigen. Was haben wir da hier noch? Ah, okay, verstehe. Hier ist das. Hier ist die kleine Falle. Was anderes kurz nachgucken. Okay, wir legen uns jetzt erst noch mal ganz kurz schlafen hier. So. Da sind wir wieder etwas erholter. Und dann gehen wir gleich noch mal an den Forschungspult ran. Aber versuchen dort auch noch mal was mit unserem Kollegen. Ja. Bist du, mein Lieber? Den rennt er gerade rum. Dann einmal hier wieder rangehen. So, der ist jetzt hier ausgewählt. Forschung betreiben. So. Jetzt gehen wir hier ran.
Und jetzt macht das hier Fortschritt. Alles klar, okay. Jetzt kommen wir voran. Wunderbar. Sehr gut. Der hat das Ganze dann auch fast fertig. Das geht ja richtig flicks. So. Dann kommt jetzt das mal hier noch mit rein in den Forschungspult. Und dann wählen wir ihm direkt mal das nächste hier aus. Der soll jetzt das hier als nächstes erforschen, das Holzfällerlager. So, was haben wir hier noch? Er hat hier gerade was platziert fürs Plumpsklo, okay. Ja, aber erstmal hat das hier Priorität. So, jetzt gehe ich mal hier an die Werkbank. Sammellager. Dorfhaus. Interessant. Oh. Das dort links, was mir dort angezeigt wird mit diesem Raid, das sah jetzt gerade nicht gut aus. Ich glaube, hier werden wir wohl bald angegriffen. Einmal hier eine Übersicht öffnen. Hier ist die kleine Falle. Da brauche ich fünfmal Holz. Das jetzt soll mein Kollege als nächstes mal erforschen. Da brauche ich aber Beeren, so wie es aussieht. Okay, das tun wir nochmal weg. Das hier wäre eher erstmal machbar, oder? Ja, das wäre eher erstmal machbar. Gut, und ich brauche da auch nochmal ein paar Pilze. Ja, er tut jetzt hier auch erstmal wieder sowas ransetzen. Sehr gut. Geh mal bitte an den Pult ran. Mach das mal bitte fertig hier. Damit ich das Holzfällerlager dann jetzt gleich noch mit platzieren kann. Mit seinem Standort und so. Bitte etwas schneller machen. Obwohl, während er das macht, kann ich ja ruhig erstmal was anderes ranholen. Ja. Machen wir es so. Und der Baum hier gibt bestimmt viel Holz, weil der ist ja ganz schön dick. Der muss eigentlich richtig viel Holz geben. Müsste man zumindest meinen, wenn man ihn so sieht. Jetzt gucke ich das mal hier. Komm, fünfmal Holz muss ich zusammenkriegen. Da unten ist wieder ein Steinchen. Ja, brauche ich jetzt gerade nicht. So, das genügt. Jetzt hier ran. Kleine Falle. Du bist jetzt als nächstes hier dran. So, Materialien hier reichen. Sehr gut. Das kann dann eigentlich mein Arbeiter noch mitmachen. Das kann ich hier auswählen. Okay, so. Forschungszelt wieder rangehen. Hier haben wir jetzt eine erweiterte Werkbank auch noch. Kupfererz, das hatte ich ja vorhin schon mal wo gesehen. Hier ist auch noch ein primitiver Verteidigungszaun, schöne Sache. Ich denke, so ein Vorratslager sollte man aber eigentlich erstmal als nächstes mit noch hier in Angriff nehmen. Da brauche ich einfach nur Steine, wieder unseres Holz. Jetzt gehen wir ins Gebäudemenü. Hier ist das Holzfällerlager. Und das wollte ich eigentlich hier so mit hinsetzen.
Ja, hier drüben würde das vielleicht nicht schlecht aussehen. Ja, komm, wir hauen das hier so hin. Los, lass dich platzieren. Ah, geht leider gerade nicht. Doch, jetzt, hier. Perfekt. Sehr gut. Und einen Zaun will ich dann auf jeden Fall auch zeitnah hier noch mit lang ziehen. Auch wenn es erstmal nur ein kleiner, simpler Zaun ist. Jawohl. Das ist mal schön auseinandergenommen jetzt hier. Hier drüben müssen wir das nochmal auseinanderschneiden. Das hätten wir. Die Materialien schaffen wir dann jetzt erstmal darüber. Oh ja, und das Plumpsklo ist jetzt auch fertig. Sehr gut. Das hat der Kollege aber jetzt schön schnell hier gemacht. Das muss ich direkt mal loben. Toll, dass er jetzt gerade so gut mitarbeitet hier. Das ist auf jeden Fall hervorragend. Hier das Zeug platzieren, los. Halt, was brauche ich hier drüben noch? Okay, das habe ich gerade alles nicht. Alles klar, nächster Baum ist hier dran. Los, komm her. Ja, und die Rohsteine packe ich gleich mal rüber wieder zu unserer Forschungsbank. Also zu dem Pult. Lass dich einmal aufheben hier. Sehr gut. Forschungspult und kurz nochmal hier reingucken. Ha, das Haus hier unten hätte ich sehr gerne. Das hätte ich wirklich gerne, aber es geht halt leider noch nicht. Ist schade. Ist wirklich sehr schade. So, eine kleine Falle hat es doch eigentlich vorhin schon mal hergestellt hier, oder nicht? Ich glaube, die hat mein Kollege gemacht. Hat er die dann jetzt hier in so eine Kiste reingepackt? Oder wo ist das, wenn dann der jetzt? Ich glaube, die schaffen das, wenn dann in eine Kiste rein. Oder hast du das bei dir? Nee, sehe da eigentlich gerade nichts. Gut, dann platziere ich hier erstmal wieder ein paar Dinge. Und dann hole ich jetzt nochmal dieses kleine Holz ran. Oh, und ich sehe gerade, ich muss mich auch kümmern um meine Hungeranzeige. Also ich müsste jetzt eigentlich gleich mal ganz fix was essen. Dementsprechend sollten wir mal ganz kurz hier ein paar Beeren uns holen. Hier drüben müsste es direkt welche geben. Das hier sind nur Steine. Steine wollte ich jetzt eigentlich nicht. Also klar, brauche ich natürlich auch, aber ich will jetzt gerade erstmal meinen Magen füllen. Und hier dieser große Baumstamm. Der muss auch mal noch kleiner gemacht werden. So, einen Pilz haben wir jetzt auch bekommen. Sehr schön, die Pilze brauchen wir ja. Auch noch mit als nächstes. Na, dann bist du klein genug, mein großer Freund hier. Das reicht immer noch nicht. Oder? Doch, das reicht schon. Das große Ding kann ich einpacken. Ja, das ist halt wirklich mal eine ganz schöne große Nummer, das Ding hier. Muss man einfach mal sagen. Meine Güte, ist der dick.
Hier drüben brauche ich wieder Flachs. Hier helfe ich mal ganz kurz. Ja, und hier brauchen wir auch nochmal Flachs. Gut, dann sammle ich jetzt direkt 10-mal das Ganze hier. Und ich hoffe, das ganze Flachszeug hier wächst auch schnell nach. Denn wir haben hier sonst bald alles weggeerntet. Aber ich meine, ich sammle ja hier auch jedes Mal die Samen gerade dafür. Also das wird man ja jetzt bestimmt bald auch noch anpflanzen können. Ist halt nur die Frage, wann. So. Das einmal hier drüben platzieren. Kurz die Axt einpacken. Wie sieht es hier drüben aus mit den Materialien? Gut, da brauche ich wieder die großen Stämme. Hier kann ich mir jetzt erstmal die kleinen wiederholen. Von denen brauche ich einmal 5 für die Falle. Die restlichen können wir dann fürs Gebäude nehmen. Okay, Inventar ist dann jetzt voll. Jetzt esse ich erstmal kurz die Beeren. Lecker. Und mein Kollege braucht natürlich eigentlich auch noch was zu essen. Jetzt bald muss man natürlich auch noch mit betrachten. Das ist auch so eine Sache, die ich gar nicht vergessen darf. Weil der ist natürlich auch hungrig. Ja, kommt, das ganze Holz machen wir jetzt erstmal hier ran. Da drüben gibt es ja eh genug. Jetzt 5-mal das Ganze wieder reinbekommen, ganz schnell. Wunderbar. Und jetzt die Falle. Was ist das? Ah, das ist wieder Holz, okay. Komm, ich will es aufheben. So, hab's eingepackt. Und was man auch mal sagen muss, der Soundtrack hier im Hintergrund, der ist sehr, sehr schön. Ja, komm, wir setzen hier mal noch was mit dran. So, dann ist die Lagertruhe jetzt damit fertig. Und Falle, hier bist du. Okay, da reicht das jetzt schon wieder nicht. Dann gehe ich gleich nochmal dort vor. Ist auch nicht schlimm. Hier erstmal das Ganze weiterbauen. Ja, das müsste dann eigentlich gleich hier auch stehen. Also das hier braucht eigentlich auch nicht mehr so viel Zeug. Und was macht der? Der packt das, was er sammelt, jetzt immer hier in die Kiste rein, oder? Ja, ich glaube, der packt das dann jetzt immer hier noch mit rein. Und apropos dort reinpacken. Ich packe direkt mal hier ein paar Steine rein. So, 5 Stück dorthin. Und hier brauche ich auf jeden Fall auch nochmal welche. Ich glaube, hier brauche ich auch 5 Stück. Ja, 5 Stück. Gut. Bin gleich zurück. Mein lieber Ort. Wir flitzen nochmal hier hoch in die Richtung. Hier haben wir das Holz. Bären auch wieder. Ist wieder ein Setzling, gut. Jawohl. Noch mehr davon.
Und ich will auf jeden Fall zusehen, dass wir jetzt in der nächsten Folge dann wieder einen neuen Mitarbeiter noch mit bei uns ins Lager bekommen. Damit wir einfach noch schneller vorankommen. Weil ich will nämlich ganz gerne auch mal die Gegend hier noch ein bisschen weiter erkunden. Das wäre schon schön. Aber erstmal sollten wir, denke ich, halt uns auch darum kümmern, dass das Ganze hier sicher ist. Hier bräuchte ich nochmal so einen Holzscheit und Flachs. Gut, Flachs hole ich direkt. Los, einmal ran mit dem Zeug. Das reicht dann jetzt. Dann das einmal zum Holzfällerlager schaffen. Einmal hier ran damit. Ja, und kommt. Die zwei Holzdinger, die wir hier brauchen, hole ich jetzt auch noch fix. Die bekomme ich bestimmt hier hinten raus aus dem großen Baumstamm. Na, steht das Ganze hier? Jetzt gleich? Ja. Das ist dann jetzt auch fertig. So gut wie. Sehr schön. Wohnzelt Nummer 2 steht. So ist das. So nicht anders. Und jetzt muss das hier mal bitte auseinandergehen. Ja, das dauert gerade eine Weile. Aber bei der Dicke ist das auch, glaube ich, verständlich, dass es da ein bisschen länger dauert. Mal sehen. Wenn es jetzt nicht gleich kaputt geht, dann suche ich mir einfach nochmal einen anderen Baum aus. Ja, der ist gerade irgendwie gefühlt unzerstörbar. Nehme ich mir lieber den hier vor. Dann müsste das ein bisschen flotter gehen. Dich fällen wir auch mal direkt noch mit. Du wirst dann in der nächsten Folge noch mit auseinandergeschnitten. Das liegt hier unten. Ach, ein Stein. Oh, den wollte ich jetzt eigentlich nicht. Den wollte ich eigentlich jetzt nicht aufheben. Das war nicht gedacht. Na, liegen hier noch ein paar kleine Holzdinger rum? Ja, hier. Haben wir den? Die brauche ich alle hier nochmal. So, jetzt bin ich erstmal wieder voll. Das Problem sind wir aber gleich wieder los. Und jetzt läuft hier die Produktion auch wieder viel, viel besser. Mal sehen. Kriegen wir das Holzfällerlager jetzt auch noch mit fertig? Das sieht eigentlich schon gut aus. Ja, das sieht wirklich gut aus. Perfekt. Holzfällerlager steht jetzt auch. Dann jetzt hier drüben ran. Hier brauche ich nochmal zwei Stöcke. Bin gleich zurück. Halt, F einmal drücken. Und hier rüberziehen das Ganze.
Paar Bären nehmen wir ja auch nochmal ganz kurz mit. Jetzt hier ran. Das Zeug wieder hier oben reinhauen. So. Jetzt soll er mir das mal am besten hier craften. Los, mach das mal bitte ganz fix. Ja, irgendwie läuft er hier gerade ein bisschen dagegen. So, jetzt macht er es. Gut. Jetzt mach das mal bitte ganz fix fertig. Und was haben wir hier? Das ist die Fackel. Da bräuchte ich nochmal Flachs. Ja, und wir könnten eigentlich direkt zweimal so eine Falle machen. Ich denke, zwei Fallen wären eigentlich nicht verkehrt. Wäre schon gut, wenn wir direkt zwei davon auf Lager hätten. So, das Ganze ist gleich fertig. Kurz noch warten. Und dann müsste auch die Quest so gut wie erledigt sein. Sehr schön. Jetzt gucke ich mal hier nach wegen der Falle. Und die soll ich dann jetzt einmal in den Wald setzen. Ja, ich würde die eigentlich gar nicht hier einfach mal hinhauen. Ja, das müsste eigentlich hier passen. So. Sehr gut. Die zweite Falle müsste dann jetzt auch schon fertig sein. Und wir sollen dann Felle in dieses Dorf bringen, alles klar. Ja, das kann man ja dann beim nächsten Mal machen, würde ich meinen. Ah, hier sind die anderen Dinger noch von vorhin. Okay, einmal kurz das Ganze hier benutzen. Die Falle packen wir mal hier oben, so bei dem Gebüsch hin. Und die Fallen zeigt es mir auch auf dem Dings hier an, oder? Auf der Karte. Nee. Doch. Doch. Hier, mit dem Hasenkopf. Das sind die Fallen, verstehe. Ich dachte gerade zuerst, dieser Hasenkopf dort als Symbol bedeutet, ja, in dem Gebiet sind die unterwegs. Alles klar, haben wir jetzt hier auch noch eine hin. So ins Gebüsch. Ja, und... mir fällt gerade so auf, ich habe eben die Köder vergessen, die noch mit zu platzieren. Gut, hauen wir die mal noch ganz fix hier drüben rein. Das geht ja schnell. Köder ist platziert. Und jetzt nur noch mal hier hinten ein letzter. Und Leute, lasst dann gerne jetzt an dieser Stelle einen Daumen nach oben da, um das Projekt zu unterstützen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.